Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunst im Kontext. Wir sind zurück aus Fürth. Dort haben wir nämlich unsere letzten Folgen abgedreht. Als Co-Moderatorin habe ich heute nicht meinen lieben Kollegen den Benni, sondern die liebe Kollegin Beate dabei. Genau, ich darf in grandiose Fußstapfen treten und ich freue mich auf ganz, ganz tolle Gäste. Einmal haben wir den Nürnberger Lokalpolitiker Nasser Ahmed zu Besuch und später auch den Guido vom Konzertbüro. Das Ganze findet heute statt in der Weinerei und wie immer geht's bei uns los mit Musik und zwar mit Brickwater. Yes! No farewells, just back home and back to bed. And parties abound. I thought I had many more nights like these ahead. And then carried in by a giant thunderstorm. The rain flooded my floor. Waves crashed in, ripped me out of rhythm. It's hard to text your friends underwater. This inconvenient end of the world said, just drop by. I'm about to make it tonight. Am I supposed to panic? To panic now. Am I supposed to die on a Saturday night? Fuck no. Am I supposed to panic? To panic now. Am I supposed to die on a Saturday night? Who I hear those I told do so's by now. Drunk and empty and in love. So I miss the protest march. Pillows suffocate the revolutionary energy of my youth and carried in by vanity. When ignorance, it turns into smoke. Love turns into hate. It's easy to get lost this way and it's hard to text your friends when it's over. This inconvenient end of the world still just drop by. I'm about to make it tonight. Am I supposed to panic? To panic now. Am I supposed to die on a Saturday night? Fuck no. Am I supposed to panic? To panic now. Am I supposed to die on a Saturday night? Who I hear those I talk to so's by now. Jens, Roman, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hi, hi. Hallo. Und erstmal danke für dieses nice Ständchen hier draußen vor der Weinerei. Ja. Es war jetzt nicht euer erster Auftritt seit dem Lockdown. Ihr dürft wieder raus, ihr dürft wieder spielen. Was waren denn so die letzten Geschichten, die jetzt anstanden? Mitte Juni war das, glaube ich. Ne? Einmal mit dem Volkswurst Nightmare in Hof.
Genau, und das war so der erste Testlauf mit dieser unangenehmen Maske auf, Maske ab und ich gehe aufs Klo und wieder Maske auf und dazwischen nicht. Und keiner wusste genau was, also Veranstalterin-Seite, Künstlerin-Seite, alle waren so ein bisschen schwammig, aber war okay so. Aber wenn du so sagst, so 60, 70, wie viele sind es so normalerweise? Ja, wir spielen nur noch ausverkaufte Konzerte seit Corona, das ist natürlich auch so ein Clou. Naja, normalerweise, das kommt immer drauf an. Also dort war es ja limitiert dann, also es war ein Riesengelände, es war so eine Fabrikhalle oder sowas. Das war ganz spannend, weil die sozusagen an dem Tag, an dem die Lockerungen scharf geschalten wurden, haben die es sofort hochgezogen. Also bei zur ersten Gelegenheit, da wurde irgendwie am Tag vorher gegen Mittag war klar, man darf draußen mit so irgendwie bei der Quadratmetergröße dann halt so knappe 100 Leute irgendwie dürfte man rein hypothetisch was machen und die haben halt sofort alles klar, jetzt wird Bands gebucht und zwar so, okay, wer kann morgen spielen und zwar richtig hauruckmäßig, aber halt super gut und man hat gemerkt, die Leute brauchen das, das fehlt. Gleich Vollgas. Das war halt sofort ausverkauft auch. Okay. Ich habe mal auf eurer Facebook-Seite rumgeschaut und war irritiert. Ihr wart in der Anfangszeit von Corona ultra aktiv, habt fast jeden Tag was gepostet und jetzt sieht man irgendwie nichts mehr seit dem 3. Mai. Auf Insta das Gleiche. Was ich los? Ich bin der Posting-Beauftragte bei uns. Kein Bock mehr, oder? Nee, also naja, es ist schon so ein bisschen dieses Resonanzphänomen. Also wenn man halt zwar dran arbeitet und Sachen raus hat, aber nicht wirklich weiß, ob was zurückkommt. Also dieses digitale Feedback ist irgendwie nicht so meins. Das war ja in diesen ersten Wochen direkt so ein Überfluss an Leuten, die digitale Konzerte gemacht haben. Das hat mich dann sogar gelangweilt, weil in meiner Bubble natürlich nur befreundet mit Musikerinnen und Künstlerinnen. Und dann war das so viel plötzlich, da war dann auch die Motivation, ich soll jetzt da auch noch mitmachen oder so. Und genau, das war alles so ein bisschen. Genau, und das lockert sich jetzt langsam, aber das ist so ein, ja, man kann auch mal das aushalten und wenn es was gibt, dann gibt es wieder was, glaube ich. Man hat wahrscheinlich alles gesagt auch irgendwie. Also ich habe mich dann auch dazu entschlossen, halt nicht mehr jedes Konzert abzusagen, so aktiv, hey Leute, heute wäre das und das gewesen, weil das hilft am Ende ja auch niemandem, sondern eher so, wir melden uns, wenn es was Neues gibt und dann können alle vielleicht die Zeit mal ein bisschen sinnvoller nutzen als vorm Handy zu hängen. Ihr habt es vorhin schon kurz erzählt, ihr wart nicht ganz untätig in der Zwischenzeit. Also ich glaube, ihr hattet schon ein paar neue Songs fertig und habt jetzt auch so Hinterhofkonzerte gespielt. Was war das alles? Ja, so ein wilder Mix. Also bei uns war es ja so, dass wir Anfang des Jahres einen neuen Basser bekommen haben und deswegen alles wieder so auf den Standard bringen erstmal. Süß, und dann, wie du bekommen haben sagst. Sag ich jetzt mal. Ein Baby. Jo, wir haben einen neuen Bassisten bekommen. Wir haben zusammen einen Bassisten, ein kleines Bassistlein bekommen. Genau, und dann mussten wir natürlich alles erstmal wieder auf so einen Standard schaffen und dann kam Corona und dann war das alles so, wir waren eh schon so in der Luft gehangen und dann hängt plötzlich die ganze Welt in der Luft und dann war so, okay, jetzt warten wir einfach mal, was kommt, genau. Und ich glaube, damit bin ich dann aber auch ganz gut gefahren, also für mich persönlich, weil dann ist zumindest so dieser Druck ein bisschen weggekommen, weil alle waren dann, also in dieser Musikerszene, so wie es ich ein bisschen wahrgenommen habe, keiner wusste genau, was man jetzt macht, aber jeder wollte irgendwas machen, weil man es ja so gewohnt war, irgendwie sich an sein Publikum zu richten, aber genau, also für mich war das dann so einfach mal Füße stillhalten und jetzt geht es ja so langsam wieder los und genau. Hat euch das Publikum arg gefehlt jetzt? Wie war der erste Auftritt wieder? Ja, schon. Also die Resonanz vom Publikum ist ja immer das, wieso man das dann auch live spielt, zumindest bei mir oder bei uns. Genau, also es hat schon gefehlt. Aber ich hatte auch echt Befürchtungen am Anfang, wie so die Atmosphäre ist, so unter diesen ganzen, keiner weiß genau, halte ich jetzt gerade den Abstand ein, während ich hier so, wenn ich nach rechts wiggle, ist der Abstand nicht mehr da, wenn ich nach links wiggle, ist okay. Genau, das war so ein bisschen. Aber es hat ganz gut funktioniert. Also die beiden Konzerte waren ja beide Open Air und da war der Rahmen auch cool, dass man es genießen konnte, denke ich. Und die Atmosphäre war immer super Wahnsinn, gut. Ja. Also es ist echt, man merkt nicht nur an sich selber, sondern auch am Publikum irgendwie, dass da Lust auf Musik ist. So. Dass da auch so eine Verunsicherung da ist und dann wieder, ach ja, stimmt, es klappt und funktioniert alles. Ja. Also auch beim Soundcheck anzukommen, mal wieder ein Schlagzeug zu hören und so, das ist echt so, da merkt man, wie wichtig das eigentlich ist und auf so einer Ebene, über die man sonst gar nicht nachdenkt. Hat schon gefehlt quasi, richtig. Ja. Auf jeden Fall. Wie läuft denn das bei euch eigentlich? Du hast ursprünglich allein Musik gemacht, dann kamst du dazu. Letztes Jahr im Januar habt ihr mit Season 1, glaube ich, zu viert was rausgebracht. Immer unterschiedliche Konstellationen. Was wäre so das
Nächste, was da jetzt geplant ist? In welcher Konstellation? Orchester. Naja, ein Chor. Ganz genau. Sehr gut. Nee, also im Endeffekt, wir erweitern ja unser Spektrum immer. Also ich spiele nach wie vor Solo, wenn auch nicht so viel. Also wenn es geht, immer irgendwie mit, oh Gott, das darf man gleich, das muss man schneiden. ich habe einen wahnsinnig langen Arm. So. Genau, aber Solo oder halt im Duo oder halt dann, wenn es geht, mit Band. Das heißt, wir könnten auf jeder Hochzeit spielen und das ist halt das Coole dran, weil wir relativ unabhängig sind und flexibel. Genau. Auch jetzt gerade mit den, ich glaube, 9 Songs, die ihr ja irgendwie im Petto habt. Habt ihr da schon Möglichkeit gehabt, die vorzustellen? Was ist denn das so? Nee, noch überhaupt gar nicht. Also wir sind gerade so, wir haben heute erst wieder drüber geredet, dass wahrscheinlich jetzt das Cleverste ist, einfach wirklich Sachen aufzunehmen und rauszuhauen, weil jetzt darauf zu warten, dass wir irgendwann mit der Band mal wieder wirklich in diesem Band-Setting spielen können, auf diesem Markt, wo Veranstalterinnen und Veranstalter eher weniger werden oder limitiert sind und wo Künstlerinnen und Künstler dann gucken müssen, dass sie überhaupt was kriegen und alle hätten gerade Zeit. Also es ist eher ein Chaos, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und genau, und da ist eher der Plan, entspannt anzugehen, die Songs zu schreiben. Wir schauen jetzt wieder, dass wir das Proben anfangen und dann halt mal gucken, wie es weiterläuft. Genau. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt so, ich meine, euch hat es ja anfangs dann schon ein bisschen getroffen, ein bisschen hart mit getroffen, irgendwas, was ihr persönlich für euch aus dieser ganzen Krise mitnehmt, was ihr gelernt habt vielleicht? Also ich habe es immer super schwer empfunden, einen Gig abzusagen, grundsätzlich. Also es war für mich immer sehr, sehr schlimm und habe mich immer in so ein kleines Loch gestürzt, wenn jemand krank war oder was terminlich mal daneben ging. Und irgendwie ist es schon so, der Beweis, es geht halt irgendwie weiter. Ne? Also ich habe jetzt nicht aufgehört, Musik zu machen, nur weil es keine Möglichkeit mehr gibt, das irgendwie oder gab, das live zu machen. So, es hat schon ganz klar mein Mindset mal wieder sortiert, warum man Musik macht und dass es nicht nur darum geht, das viele Geld, das wir mit Musik verdienen und der viele Fame und nee, sondern es ist schon irgendwie was für mich und für mich wichtig und Musik war dann auch da, als kein Publikum da war. So, das war eigentlich ganz schön. Ich glaube, bei mir war es ähnlich wie du, plus ein Haufen Geduld, also da man ja nichts machen konnte wirklich, also außer halt abwarten, was so die nächste Regelung oder Lockerung bringt oder so. Und ja, also ich glaube, einfach abwarten und sich Zeit lassen und halt so ein bisschen diese Verantwortung auch abzugeben, jetzt da in diesem Kosmos Kleinstkünstler irgendwie abliefern zu müssen, sondern es geht halt gerade nicht, genau. Das fand ich echt ganz cool. Letzte Frage vielleicht noch, ihr seid ja auch in diesem Musikerkollektiv Folk's Worst Nightmare mit drin. Wie ist da gerade so der Austausch untereinander mit den anderen? Ja, wild und bunt oder so, ne? Also genau, wie mit allen aus der Szene im Endeffekt. So, jeder guckt, dass man nimmt halt mit, was geht irgendwie. Genau, ich glaube, mit Folk's Worst Nightmare gibt es auch ein paar Shows. Genau, da ist halt die besondere Herausforderung, dass wir zu 18 und es kaum eine Bühne in der Umgebung ist es eh schwierig, aber also grundsätzlich gibt es kaum eine Bühne, auf der man jetzt gerade zu 8 spielen kann. So mit Singen und Aerosolen ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung, weil 8 Leute singen und so. Das heißt, Folk's Worst Nightmare ist gerade in so Sondereinsatzkommandos unterteilt und es gibt halt das Sondereinsatzkommando Katharinenruine und es gibt dann, ihr seid jetzt dann in irgendwo anders, glaube ich. Also es gibt so verschiedene. Nur so eine Handvoll Leute. Genau, man schaut halt irgendwie, was ist es für eine Location, wie viele können da mit und dann wechselt man sich da so ein bisschen ab und es ist auch anders, aber natürlich auch spannend. So. Jetzt vielleicht im Hinblick auf das restliche Jahr, rechnet ihr noch mit Normalität? Nee, also um jetzt mal, also jetzt, das soll jetzt weniger pessimistisch klingen, als es ist, aber wenn man es jetzt realistisch sieht und halt einfach mal über diese deutschen Grenzen hinaus guckt, ist das halt einfach allgegenwärtig gerade. Und dann muss man halt auch, wie gesagt, Geduld etwas haben und einfach schauen, wie sich es entwickelt. Also genau, auf diese Pläne mit in 1,5 Jahren gibt es einen Impfstoff oder sowas da. Das ist halt alles so, das kann man jetzt mal sagen, aber ich habe mal gehört, dass PolitikerInnen auch ab und zu einfach mal sagen, das stimmt gar nicht dann am Ende, dann muss man jetzt einfach mal gucken, wie es läuft. Also genau. Bleibt entspannt. Bleibt entspannt. Sehr schön. Ja, genau. Dankeschön. Hey, danke euch. Danke, cool. Danke. Nasser Ahmed ist Politiker aus Nürnberg. Wir sprechen mit ihm gleich über das Stadtgeschehen in der Nuss. Das ist aber nicht das einzige Thema, das wir mit ihm heute behandeln. Und zwar ist er sehr, sehr engagiert, was die Black Lives Matter Demonstrationen hier in der Nuss betrifft. Und was er dazu zu sagen hat, das hören wir uns jetzt an. Gut, dann herzlich willkommen, Nasser. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut.
selber. Auch soweit alles gut. Du bist seit 2014 im Stadtrat. Magst du mal kurz erzählen, was sind denn da so deine Themenschwerpunkte, für die du dich einsetzt? Ja, ich bin seit 2014 sportpolitischer Sprecher und damit verantwortlich für die Förderung von 300 Sportvereinen in Nürnberg, auch für die Belange von 100.000 Sportvereinsmitgliedern in Nürnberg und seit 2020 jetzt auch als verkehrspolitischer Sprecher, ja, vor allem natürlich fürs Thema Verkehrswende zuständig. 2020 kamen jetzt einige Änderungen, auch im Stadtrat. Unter anderem habt ihr eine andere Stadtspitze. Statt SPD ist es jetzt die CSU. Hat das was an eurer Arbeit konkret geändert? Ja, wir haben jetzt ja diesen Kooperationsvertrag miteinander ausgehandelt. Und ich sag mal, jetzt muss natürlich Markus König als neuer Oberbürgermeister beweisen, dass er es drauf hat, dass er es kann. Jetzt muss er sich auch erstmal einarbeiten und ich denke, das ist ihm jetzt teilweise schon gelungen in den ersten Wochen, aber ich sag mal, wir begleiten das auch weiterhin kritisch. Aber es ändert jetzt für uns als SPD schon ein bisschen was. Wir müssen deutlicher klar machen in den nächsten 6 Jahren als SPD, ja, was wir vielleicht auch ein bisschen anders machen wollen als der Oberbürgermeister. Vorher haben wir ja, sage ich mal, die Stadtspitze gestellt. Jetzt macht das die CSU. Und wir werden noch mal klarer herausstellen, was für uns auch das wichtigste Thema ist, und zwar das Miteinander in der Stadt. Da können wir weiter mitgestalten. Wir sind ja auch in dieser Koalition, nenne ich es mal, weiterhin mit der CSU zusammen, aber werden noch mal pointierter auch herausstellen, wo es auch, ja, sag ich mal, Projekte gibt, die der SPD doch ein bisschen mehr am Herzen liegen. Beispielsweise Lebensqualität durch weniger Autos in der Stadt beispielsweise und was man mit dem Platz, der dadurch frei wird, dann auch machen könnte. Das ist so ein Thema, wo ich sage, auch als verkehrspolitischer Sprecher, da werden wir auch den neuen Oberbürgermeister ein bisschen vor uns hertreiben. Ja. Was waren denn jetzt so, ich sag mal, in den letzten 3-4 Monaten, wo es auch Corona schon gab, trotzdem so positive Meldungen von der SPD aus dem Stadtrat? Was konntet ihr aktiv wirklich umsetzen? Worüber freust du dich, was aus den letzten 3 Monaten hervorgegangen ist? Es ist natürlich eine herausfordernde Zeit für alle, diese Corona-Zeit. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, durch den Protest jetzt gemeinsam die Karstadt-Filiale in Nürnberg zu halten. Das war eine übergeordnete, ja, Bewegung jetzt von der Gewerkschaft hier vor Ort, aber auch von mehreren Parteien. Aber auch unser Parteivorsitzender, der Thorsten Brehm, hat sich da sehr stark eingesetzt, dass diese Filiale gehalten werden kann. Würde ich es mal als einen Punkt nehmen. Aber auch die Unterstützung für viele Gruppen in der Stadt, die es jetzt einfach schwer haben. Ich sag mal, für die Kulturschaffenden in der Stadt, für Selbstständige in der Stadt, da haben wir als SPD auch unseren Beitrag geleistet. Aber ich sage ganz klipp und klar, in der Krise geht es jetzt nicht darum, welche Partei hat es jetzt besser gemacht, sondern wir müssen jetzt da zusammenhalten. Und die SPD hat da gesagt, beispielsweise beim Thema Kulturschaffende, runde Tische einzuführen, Selbstständige und beim Thema Karstadt jetzt für die vielen Beschäftigten in der Stadt, dass wir da unseren Beitrag dazu leisten. Da würde ich sagen, das haben wir sehr, sehr gut mitbegleitet. Aber würde ich jetzt nicht allein der SPD eben auf die Fahne schreiben wollen. Corona ist jetzt natürlich ein Thema, das uns alle beruflich und privat beschäftigt, aber nicht das einzige Thema. Gerade in den Social Media, Karlen, bist du ja auch sehr aktiv. Ich habe da einen Post von dir gesehen. Du warst bei der Black Lives Matter Bewegung auch sehr aktiv. Da gab es eine Demonstration an der Wörther Wiese Anfang Juni. Wie hast du die denn erlebt? Wie war da die Stimmung? Die Stimmung hat mich sehr, sehr bewegt und beeindruckt, weil da waren, man muss sich das so vorstellen, dieser grausame Mord durch die Polizisten in USA, in Minneapolis, leider kein Einzelfall. Und es gab dann einen Aufschrei über Instagram, über die Presse weltweit. Und es haben einige echt mutige junge Menschen in Nürnberg, die nicht politisch aktiv waren bislang, die jetzt noch nicht so wirklich selber eine Demo angemeldet haben, die haben einfach mal so eine Demo angemeldet für ein paar hundert Menschen und es kamen 5.000. Und da war ich sehr, sehr stolz, einerseits diese jungen Menschen zu sehen, die einfach sagen, sie wollen was bewegen, sie wollen was ändern. Und auf der anderen Seite bin ich schon auch stolz auf meine Heimatstadt, dass da einfach mal 5.000 Menschen gekommen sind und gesagt haben, wir wollen, dass sich was ändert. Wie war denn da die Stimmung? War man eher sauer oder war man, da stand man sehr zusammen und hat da Verbundenheit gezeigt? Es war schon vor allem Letzteres, also Verbundenheit und Solidarität, das habe ich gemerkt. Und Stadt des Friedens und der Menschenrechte ist nicht nur, sage ich mal, ein Logo, sondern das ist in der Stadt schon verankert.
das hat man gemerkt. Am meisten hat mich aber beeindruckt tatsächlich, dass da eine Plattform dann da war bei den 2 Demos, die es jetzt gab, oder 3 Demos, dass junge Menschen, ja, junge schwarze Menschen einfach mal berichten konnten. Und das hat schon gezeigt, ja, es gibt Alltagsrassismus, nicht nur tausende Kilometer entfernt, nicht nur in Geschichtsbüchern, sondern auch hier und heute in Nürnberg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja dann auch eine Rede gehalten dort, und da habe ich auch gesagt, ich werde jetzt in den letzten 3 Wochen, ganz anders als vorher in den letzten 6 Jahren, da wurde ich immer sehr, sehr häufig zu Verkehrsthemen gefragt, zu sportpolitischen Themen, auch regelmäßig in den Medien. Aber jetzt kamen Journalisten auf mich zu, jetzt kamen Freunde auf mich zu, Bekannte, und haben mich gefragt, hey Nasser, Alltagsrassismus, gibt's das wirklich? Ist das wirklich ein Thema? Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wundert mich die Frage. Also eigentlich wundert mich die Frage, weil jeder schwarze Deutsche weiß, dass es das gibt. Und das reicht natürlich von vermeintlich harmlosen Dingen wie, ja, dass man vielleicht, ja, irgendwie mal ein bisschen beschimpft wird, oder, obwohl das ja schon relativ starker Eingriff, sage ich mal, ne? Aber dass es da irgendwie so Bemerkungen gibt oder dass man was mitbekommt. Das geht aber auch bis zu Gewalttaten. Das gibt es auch tatsächlich in Deutschland, auch im Hier und Jetzt. Genauso wie Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Dass es eh schwer ist, ne? Aber gut, ich möchte jetzt nicht zu weit führen, aber es gibt's, und ich finde, wir müssen mehr Leuten einfach die Augen öffnen, dass man da was dagegen tun sollte. Kannst du da vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung sprechen? Du bist ja zum einen natürlich Privatmensch, aber gerade auch jetzt in der Öffentlichkeit als Politiker. Wie hast du Anfeindungen mal erlebt? Also, dass man als Kind gehänselt wird oder dass man auch mal das N-Wort sich anhören musste, das habe ich natürlich erlebt. Leider auch im Fußball. Ich bin ja Fußballer, Amateurfußballer, da gibt es sowas schon. Und wenn es dann mal hitzig oder hoch hergeht, ist es da auch schon passiert. Und ich finde es gut, dass die Verbände jetzt auch sehr, sehr entschieden eigentlich vorgehen gegen Rassismus, auch auf dem Fußballplatz, im Stadion natürlich, auch in der Fankultur. Das habe ich auch alles erlebt. Aber alles in allem muss ich sagen, ich bin in Nürnberg sehr wohlbehütet aufgewachsen. Und das Wichtigste war, es gab auch immer weiße Fürsprecher, nenne ich es jetzt mal. Leute, die jetzt nicht selber betroffen sind, aber die dann couragiert dazwischen gegangen sind, auch am Schulhof mal. Und da wäre auch meine Botschaft, weil viele fragen ja, gibt es das wirklich? Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man da nicht sensibel genug dafür ist, zu sehen, dass manche Witze, das ist halt einfach rassistisch, ja, das muss man einfach sagen. Und dass man dann auch als Nicht-Betroffener einfach mal couragiert sagt, halt, stopp, da ist eine Grenze. Das war so die Hauptbotschaft von vielen jungen Menschen da an der Wörderwiese. Und waren ja 5000 Leute da. Ich finde aber, es sollte nicht dabei enden, sondern es sollte weitergehen. Das wollte ich gerade fragen. Die ganzen Demos passieren ja aus gegebenen Anlass. Aber glaubst du, dass sich das etablieren wird? Wird da jetzt noch sehr, sehr viel mehr kommen? Weil vor einem halben Jahr gab es das ja so in die Richtung auch noch nicht. Also was wäre da auch so dein Wunsch, in welche Richtung sich das entwickelt? Ich habe es den jungen Leuten auch zugerufen. Ich habe gesagt, vereinigt euch, macht jetzt eine Initiative, lasst es jetzt nicht einfach nur ein Hype sein, was ja vorgeworfen wurde, dass die ganzen jungen Leute wegen Corona jetzt nichts zu tun hätten und deswegen kamen sie jetzt da alle. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir haben neue Generationen, neue, junge, aktive Menschen, die die Welt voranbringen wollen, die Welt ändern wollen. Die sind über Instagram politisiert, die sind im Austausch weltweit und sehen halt auch, was es hier für Probleme gibt. Und ich habe mit meinem Kollegen Paul Arzten aus dem Stadtrat von den Grünen, habe ich die Initiatoren eingeladen ins Rathaus, und wir haben schon erste Schritte besprochen. Die wollen sich jetzt organisieren, die wollen einen Verband gründen, was ich so mitbekommen habe. Und da werden wir sie auch dabei unterstützen, dass sie da so einen, ja, was Dauerhaftes, was bleibt jetzt eben auch schaffen. Und da denke ich, dass die Politik, und da werde ich auch meinen Beitrag leisten, sie dabei unterstützen sollte. Was tut denn die Stadt Nürnberg aktiv im Kampf gegen Rassismus? Und, oder was sind es auch so für an Initiativen, die da an euch herantreten, mit denen du da kooperierst? Die Stadt Nürnberg ist die einzige, die ich kenne, die sich auf kommunaler Ebene ein Menschenrechtsbüro leistet. Das ist uns wichtig. Wir sagen, Menschenrechte sind eine Aufgabe, beziehungsweise die Durchsetzung von Menschenwürde ist eine Aufgabe, die man jetzt nicht nur im Ausland so als außenpolitisches Thema hat oder bundespolitisch, durch Bildungsinitiativen, landespolitisch, sondern dass wir das auch ganz klar vor Ort verankern. Und da fördern wir über Stiftungen, aber auch über Know-how, fördern wir eben genau solche Initiativen, die sagen, wir sind Bürgerinnen und Bürger und wir wollen
uns engagieren vor Ort gegen zum Beispiel Alltagsrassismus. Und das tut zum Beispiel das Menschenrechtsbüro, da sind wir vorbildlich aufgestellt. Aber wir haben gesehen, es gibt da auch ein bisschen blinde Flecken. Also bestimmte Themen, sage ich mal, wie schwarze Deutsche, die vor allem männlich jung abends nicht durch den Bahnhof gehen können, ohne kontrolliert zu werden von der Polizei. Ich spreche da jetzt Racial Profiling an. Und da wäre schon die Frage, dass man da auch aus Nürnberg heraus sozusagen was dagegen tun kann. Das kann man zumindest durch Bewusstseinsschaffung, ne, dass es solche Probleme gibt. Und dass man auch mal Daten erhebt endlich, was fehlt meiner Meinung nach. Was würdest du dir im Hinblick auf dieses Thema, wenn du zwei Wünsche frei hättest, welchen Wunsch würdest du da diesbezüglich an die Bundesregierung richten, welchen würdest du an die Bevölkerung richten? Was wünschst du dir? Also an die Bevölkerung würde ich gerne richten, macht die Augen auf, seid wachsam. Wir haben in Nürnberg einen Migrationsanteil von fast 45%. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Das ist kein Minderheitenproblem, sondern die Betroffenen von Rassismus sind potenziell die Hälfte der Gesellschaft. Und die andere Hälfte sollte Zivilcourage beweisen in solchen Momenten. Und ich bin mir sicher, man hat ja gesehen an der Wörderwiese, wenn die Sensibilität noch höher wird, wenn Leute noch klarer sagen, was sie eigentlich im Alltag stört, was sie als rassistisch auch empfinden, mal vielleicht so ein Scherzchen nebenbei, ist halt kein Scherzchen, sondern vielleicht schon Alltagsrassismus, dass dann diese andere Hälfte der Bevölkerung auch ihr beispringt, weil ich glaube schon daran, in Nürnberg gibt es mehr Leute, die gegen Rassismus sind, als die dafür sind. Und an die Bundesregierung eine ganz klare Bitte, ein ganz einfacher Appell. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher gerade gelesen, dass unser Innenminister Seehofer tatsächlich diese Studie über Racial Profiling absagt. Er will das jetzt doch nicht mehr tun. Ich sage, wir haben bei diesen ganzen Demos in Deutschland gehört, dass junge Menschen gesagt haben, es gibt Racial Profiling. Sie werden als Schwarze viel häufiger von der Polizei kontrolliert und drangsaliert und kriminalisiert. Und ich finde, dass ein Innenminister jetzt nicht einmal wissenschaftlich das erheben lassen will, ob da was dran ist und was man dagegen tun kann, ist verantwortungslos und antidemokratisch und ein Schlag ins Gesicht von allen, eigentlich von allen Menschen, die gegen Rassismus sind. Und ich bitte da einfach den Innenminister Seehofer, dass er seine Meinung nochmal überdenkt. Es wäre im Interesse, glaube ich, aller Deutscher. Was glaubst du denn, was da seine Intention dahinter ist, dass er das jetzt absagt, die komplette Studie? Ich glaube, das muss man jetzt eigentlich Herrn Seehofer fragen, den könnt ihr vielleicht auch einladen. Wir versuchen es mal. Aber es ist, glaube ich, ein falsch verstandenes Schützen von der Polizei, sage ich mal, ne? Dass er sich jetzt da vor die Polizei schützend stellt. Aber niemand hat ja gesagt, alle Polizisten und alle Polizistinnen sind Rassisten. Hat doch kein Mensch gesagt. Sondern es geht darum, die Polizei ist auch ein Teil der Gesellschaft und wir haben in der Gesellschaft Probleme mit Rassismus. Und es wäre ja seltsam, wenn es nicht in der Polizei auch solche Probleme gäbe. Und Seehofer sollte einfach diesen Fakt anerkennen, dass es da schon Handlungsbedarf gibt. Und ich wiederhole mich, Wissenschaft ist nie verkehrt. Und deswegen sollte er das zumindest wissenschaftlich mal aufbereiten lassen. Wenn dir noch irgendein Thema auf der Seele brennt, dann kannst du es gerne, ich glaube, in diese Kamera hier einmal formulieren, ob es politisch oder für die Bewegung ist, wie du möchtest. Jetzt habe ich ja schon so viele Appelle gegeben, aber ein Punkt wäre mir noch wichtig. Es schauen ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute zu aus der Region. Einer von den 200.000 Leuten, die jeden Tag mit dem Auto nach Nürnberg kommen. Eines meiner Hauptthemen im Stadtrat ist die Verkehrswende, dass möglichst viele Leute eben ja, sich überlegen, anders mobil zu sein, anders vielleicht in unsere Stadt zu kommen. Ich bitte Sie, versuchen Sie es doch mal mit dem Fahrrad, versuchen Sie es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir werden sehr, sehr viel Geld jetzt in die Hand nehmen, um Radschnellwege zu bauen, so Radhighways auch ins Umland. Wir wollen mit dem 365-Euro-Ticket, dass man sehr, sehr preiswert unterwegs ist. Wir wollen es einfach schaffen, für Lebensqualität weniger Autos in der Stadt zu haben. Da können alle ihren Beitrag leisten, für mehr Platz in der Stadt, für eine bessere Luft in der Stadt und für ein besseres Klima. In dem Sinn, mein Appell jetzt zuletzt wäre noch, steigen Sie um, versuchen Sie es mal mit den Öffis und mit dem Fahrrad. Voll
Folge Nummer 1 fand damals in den Lernhallen vom Hirsch in Nürnberg statt. Wir hatten Gäste aus dem Konzertbüro Franken. Heute sind wir mittlerweile bei Folge Nummer 11 und weil sich gar so viel getan hat, wollten wir Sie nochmal einladen. Genau, 3 Monate später ein kurzes Update. Was ist los in der Veranstaltungsszene in Nürnberg? Grüß dich, Guido. Schön, dass du heute da bist. Erstmal danke dafür. Wie geht's dir? Wichtigste Frage zuerst. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich sag mal, ich würde mal sagen, ein Jahr mit 3 A's. Also es geht so. Also man Corona hinterlässt seine Spuren, aber auf der anderen Seite irgendwann einmal lernt man auch damit zu leben. Es ist jetzt 3 Monate her, Anfang April war es, da hatte ich deine Konzertbüro-Kollegen Peter Harasim und den Axel Baldreich auch im Interview für unsere erste Ausgabe hier. Da haben die beiden relativ optimistisch Richtung Herbst geblickt. Wie ist es heute um deinen Optimismus bestellt? Ja, wir sind natürlich jetzt mittlerweile in der Erfahrung mit Corona im Umgang wesentlich weiter. Wir sind momentan, wenn ich ehrlich bin, eher skeptisch, was im Herbst passieren wird. Wir hoffen, dass im bestuhlten Konzertbereich das eine oder andere Fenster aufgeht, weil ich meine, Kinos und Theater sind ja jetzt auch wieder aktiv. Aber die Perspektiven gerade im unbestuhlten Bereich sind völlig ungeklärt. Und die Ankündigung vom Kollegen Söder und von der Frau Merkel, dass ja das Verbot der Großveranstaltungen bis einschließlich 31.10. verlängert wird, war ein klares Signal, das wir eigentlich sehr eher negativ interpretieren. Was war denn jetzt? Ich meine, es gab ja wenigstens schon ein paar Lockerungen trotzdem. Was konntet ihr seitdem mal so ein bisschen umsetzen? Ihr habt zum Beispiel den Hirschbiergarten irgendwie auf die Füße gestellt oder was lief da so ein bisschen hinter oder auch vor den Kulissen? Ja, das ist aktuell unser neuestes Projekt, weil wir haben ja jetzt endlich mal wieder die Möglichkeit, überhaupt wieder etwas machen zu dürfen durch diese Kapazitätsbeschränkung auf 200. Und im Außenbereich haben wir jetzt ein Programm im Hirschbiergarten auf die Beine gestellt. Das besteht zum einen aus Unplugged-Konzerten, die starten Mitte Juli. Da sind dann Künstler wie Margot Massin, der Bembers, Kellerkommando, O'Malley, die Gossenboeden. Die spielen dann Unplugged-Konzerte. Der Biergarten ist ganz normal bestuhlt. Und im Innenbereich haben wir momentan noch nichts am Laufen. Ihr wart jetzt bestimmt auch nicht untätig so die letzten Wochen. Wenn man auf eure Website schaut, da sieht man unglaublich viele Nachholtermine, also noch bis in die nächsten Monate rein. Wie viel habt ihr denn da in Arbeit jetzt reinstecken müssen, um das alles neu zu datieren? In Arbeitsstunden kann ich das jetzt nicht erfassen, aber es ist schon ein nicht unwesentlicher Teil unserer aktuellen Arbeit, die wir haben. Und es ist insgesamt eine sehr anstrengende Situation, weil wir ja auch zum anderen auch diese Gutscheinregelung jetzt umsetzen müssen. Das ist also in den Ticketsystemen gar nicht vorgesehen gewesen, also das ist ein sehr großer Aufwand. Und wir waren auch wegen den Open-Air-Festivals, hatten wir ein Riesenproblem, dadurch, dass die bayerische Staatsregierung keinen längerzeitigen Erlass rausgegeben hatte, dass für das Verbot konnten wir erst sehr kurzfristig die Termine absagen, was leider auch sehr viel Unruhe bei den Gästen erzeugt hat. Bis im Januar mit Termine jetzt auch, oder? Wie lange geht das jetzt? Wie lange habt ihr vordatiert? Naja, ganz verschieden. Das hängt von den Künstlern selber ab. Also es gibt welche, die probieren ihr Glück noch im Herbst, also inklusive uns. Sehr viele weichen aber jetzt bereits ins nächste Jahr aus, weil sie den Glauben ziemlich verloren haben, dass heuer noch irgendwas Relevantes passieren kann. Wie motiviert seid denn ihr jetzt noch? Du sagst schon, ihr seid skeptisch, was den Herbst angeht. Geht auch so ein bisschen die Freude an der Arbeit flöten? Ich würde sagen, jeder hat für sich so persönliche Krise schon durchmachen müssen. Also wir haben uns da schon ein bisschen umstellen müssen. Auch unsere Arbeit hat sich völlig verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was unsere alltägliche Arbeit war, Konzerte durchzuführen und unser Vereinbaren, ist mittlerweile so irgendwie so auf einem niedrigeren Level. Ansonsten kämpfen wir eigentlich hauptsächlich um unser Überleben, machen Lobby- und Medienarbeit, starten Crowdfunding-Aktionen, machen Online-Konzerte und ähnliche Geschichten. Ja. Also völlige Veränderung der Arbeit. Wie groß ist denn euer Verständnis oder hat sich an dem Verständnis was verändert für die Entscheidungen, die von der Bundesregierung in Bezug auf Großveranstaltungen und Co. getroffen werden? Hat sich da was verändert in den letzten 3 Monaten von deinem Verständnis her? Also grundsätzlich sind
waren die Maßnahmen alle notwendig. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was bei uns ein bisschen, ja, wo wir ein bisschen enttäuscht sind, ist so, dass die Differenzierung der Wahrnehmung, jetzt, die jetzt stattfinden müsste, noch nicht vorhanden ist. Also man müsste zum Beispiel zwischen bestuhlten und unbestuhlten Veranstaltungen unterscheiden, meiner Meinung nach, genauso wie man natürlich auch das Clubbing, also die ganze Partyszene separat betrachten muss. Das wird aber alles in einen Topf noch geschmissen, leider Gottes, ja. Und das ist natürlich schwer, weil dadurch für uns natürlich es länger dauert, bis dann die Fenster wieder aufgehen, dass wir wieder arbeiten können. Also wir stehen ja nur mit allen Veranstaltungen, nur einfach in der blinden Warteschlange, wo es einfach heißt, Großveranstaltung verboten, Punkt. Wie gut ist denn eure Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg? Erfahrt ihr da irgendwie eine Unterstützung oder? Naja, man muss grundsätzlich sagen, dass wir die Erfahrung jetzt aktuell gemacht haben, dass die Wahrnehmung und die Wertschätzung unserer Arbeit, die wir hier verrichten, eigentlich von Bundesebene über Landesebene runter bis zur Stadtebene immer schwächer wird, unserer Meinung nach. Also auf der Bundesebene ist ja durch dieses aktuelle Konjunkturpaket ist auch für die Kreativ- und Kulturwirtschaft 1 Milliarde Euro vorgesehen, wo auch die Unterstützung von uns praktisch inhaltlich dabei ist. Auf Landesebene wurde jetzt auch kürzlich ein neues Projekt gestartet unter Hilfsmaßnahme. Auf der städtischen Ebene ist es so, wir pflegen, ich sage es einmal, einen netten, freundlichen Austausch. Ja, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wirklich auf uns zugegangen wird und wir gefragt werden, ob das, was wir eigentlich tun, ob man da vielleicht zum Beispiel Veranstaltungen noch retten kann, ob man uns unterstützen kann. Das ist alles nur ein Gesprächsthema, das gefühlt im Moment dann in den Kinderschuhen steckt. Was wäre das so deine konkrete Aufforderung an die Stadt oder ein Wunsch? Also wie könnten euch da gerade besser noch entgegenkommen? Ja, wir haben ja schon angefangen, auch Vorschläge zu machen. Also bloß ein Beispiel, stand einmal die Idee im Raum, dass man Veranstaltungen im Serenadenhof diesen Sommer, dass man die in die Meistersingerhalle verlegt, weil die natürlich die mehr als doppelte Kapazität hat. Also dass man da hat man dann vielleicht die Chance, auch mit den Abstandsregelungen trotzdem so eine Veranstaltung kostendeckend durchführen zu können. Das ist eine Idee. Eine zweite Idee ist, dass auch die Stadt für uns als private Veranstalter Spielstätten wie die Katharinenruine oder die Tafelhalle öffnet. Die waren für uns bislang verschlossen. Weitere Ideen sind zum Beispiel, dass uns die Stadt entgegenkommt bei den Raummieten, weil wir müssen ja uns normal, ganz normal nur einmieten als Veranstalter, zahlen die gleiche Miete wie der andere auch, haben also keinen regionalen Vorteilsbonus in irgendeiner Form. Also da gibt es mehrere Ansatzpunkte, aber wie gesagt, das ist so alles so in der, ja, also da ist noch nichts Konkretes passiert in irgendeiner Richtung. Jetzt hast du ja schon öfters mal Finanzen angesprochen. Jetzt das letzte Mal, als deine Kollegen da waren, dann klangen sie eigentlich noch relativ entspannt und meinten, naja, ewig könnt ihr euch so nicht halten, aber prinzipiell seid ihr gesund. So ein Jahr lang wird es schon gehen. Wie schaut es denn da momentan aus? Wie ist da deine Einschätzung? Also wir vom Gesamten gesehen verlieren wir dieses Jahr ungefähr 75% unseres Jahresumsatzes, schätze ich mal. Also das ist so in einem Bereich Größenordnung 7 bis 7,5 Millionen Euro. Wir haben allerdings gute Unterstützung durch den Staat, also muss man wirklich sagen. Also das Wichtigste ist natürlich die Kurzarbeit, weil dadurch können wir unsere festangestellten Mitarbeiter weiter halten und die sind versorgt. Dann haben wir natürlich die Soforthilfen bekommen und was jetzt dann noch anläuft, das sind natürlich die weiteren Hilfsprogramme von Bund und Land. Also von dem her, wir kommen übers Jahr, wir haben auch Rücklagen für uns noch. Aber was uns noch ein bisschen fehlt, das sind die Perspektiven, muss ich ganz klar sagen. Perspektiven, wie hingehend? Naja, wann man wieder irgendwann arbeiten kann. Ja? Weil ich meine, wir können natürlich nicht endlos unsere Konzerte verschieben, weil wir müssen ja irgendwann wieder mal wieder das tun, was unsere Grundprofession ist, nämlich einfach Veranstaltungen durchzuführen. Und da öffnen sich momentan keine Türen und da würden wir uns ein bisschen wegen mehr differenzierte Wahrnehmung, wie gesagt, wünschen, was man tun kann, wann man was tun kann. Und das halten wir für sehr wichtig. Wunderbar. Was ist es jetzt dann so konkret, das erste richtige Konzert, mit dem ihr geplant habt? Irgendwie was nach dem 31. Oktober oder irgendwie noch gar nichts, weil es einfach alles viel zu schwammig bisher noch formuliert ist? Also der erste Termin ist eigentlich am Freitag, den 17.07., wenn der Imago Masin im Hirschbiergarten wieder auftritt. Das ist so
Also da geht es mal wieder so im ganz Kleinen, geht es mal wieder los für uns. Und ansonsten gelten ja noch die momentanen Bestimmungen, das heißt im Innenbereich Beschränkung auf 100 Personen. Ja. Und mit den Abstandsregeln wird es dann aber insgesamt schwierig, weil das kann man nicht umsetzen eigentlich und ist es auch völlig unwirtschaftlich, muss ich wirklich sagen. Also wir brauchen eigentlich so Mindestgrößenordnungen, wo ich sage, um die 500 Besucher. Ab da kann man irgendwann wieder als großer Betrieb wieder wirtschaftlich langsam arbeiten. Denkst du, das wird dieses Jahr noch was mit 500 Personen aufwärts? Also im Bayerischen, in München, bei der Regierung wurde ja schon angedeutet, dass man schon konkret über sowas nachdenkt. Also auch das Problem wurde jetzt auch mal wahrgenommen. Man muss ja auch dazu sagen, diese ganze Situation, diese differenzierte Wahrnehmung, die hat ja noch nicht stattgefunden bisher. Aber das geht jetzt langsam so in die Köpfe rein und dadurch entsteht ein gewisser Handlungsbedarf. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Wir wissen leider aber, dass in Bayern wesentlich zurückhaltender und vorsichtiger gearbeitet wird wie in anderen Bundesländern. Das ist so natürlich für uns eine beschwerlichere Grundlage. Oder auch in anderen Ländern. In manch anderen Ländern irgendwie machen die Clubs ja langsam wieder so auf. Also irgendwie hängen wir schon ein bisschen hinten dran. Ja, schlicht und einfach ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir diesbezüglich auf der Seele brennt? Dann kannst du es direkt in diese Kamera reinsprechen, einfach was noch gesagt werden muss zu dem Thema. Ja. Also was wir uns sehr wünschen würden, das ist das Verständnis unserer Gäste. Also viele meinen eigentlich irgendwie immer mehr, irgendwie, dass wir da irgendwo hinten dranhängen und sie vielleicht veräppeln wollen so oder wie auch immer. Das ist es nicht. Also wir arbeiten bestmöglich mit allen, wo wir können. Und wir bitten da wirklich um Verständnis, wenn Konzerte das dritte Mal verschoben werden müssen oder wenn es einfach einmal dauert, bis der Gutschein einmal 14 Tage später irgendwie kommt vom Konzert, weil wir sind ja auch komplett in Kurzarbeit. Also das ist ja wirklich ein Problem. Also wir können nicht so von heute auf morgen alles abarbeiten. Also da würde ich sehr herzlich um Verständnis bitten. Lydia, danke dir. Ja, danke auch. Ach, schön. Eine neue Folge Kunst im Kontext neigt sich so langsam dem Ende. Ja, wir können uns endlich hier in der Weinerei hinsetzen und auch mal einen Wein trinken. Also das tun, was man hier eigentlich tut und sich auf die nächste Woche freuen. Genau, wir freuen uns auf die nächsten Gäste. Es sind zwei regionale Filmemacher mit dabei. Außerdem Karin Raphansel, die macht ein bisschen Musik. Und wir sprechen natürlich auch mit den Betreibern der Weinerei. Thema Musik, da wollen wir noch mal reinhören, weil es am Anfang gar so schön war. Und zwar bei Brickwater. In diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss und Cheers. Carpet became a wardrobe these days. Between memories, treasure and useless shit. The few things that I'm taking with me are already weighed things that I can't put in the case. But niggas sitting on the couch watching the news. I got news for you too, babe. I'm leaving town, I'm leaving you. Oh, the last half bulb is flickering out. The beer and the whiskey is taking me down. Oh, I should, but I don't care. Oh, I'm expecting what a current said. I will bum, far away from here. When I won't fade out. Oh, I won't fade out. I'm leaving the town. Oh, yes, I do. I'm leaving town. I'm leaving. Calling you this time. Since you've been gone, the weeks pass by. It's your more than a roster. Why smash my phone against these empty walls? I enter the streets, these damn familiar streets to the boat used to be. Fellas waiting to celebrate that I leave. I leave this town. I'm leaving.
Bitte?